95% der weltweiten Urbanisierung findet in den aufstrebenden Industrienationen statt, wo das harte Leben und die chronische Nahrungsmittelknappheit für einen massiven Zustrom in die glitzernden Metropolen sorgen. Seit dem Ende der Kulturrevolution, die den Trend umgekehrt hatte, nimmt die Urbanisierungsrate der chinesischen Gesellschaft stetig zu. Gegenüber 18% vor 30 Jahren liegt sie heute bei 43%. In diesem Zeitraum ist eine Menschenmenge von der Größe der europäischen Gesamtbevölkerung in die Städte abgewandert. Zurzeit leben in China auf dem Land 800 Millionen und in den Städten 500 Millionen. Man sieht kein Problem darin, wenn es in 20 Jahren genau umgekehrt wäre. China ist also im Begriff, innerhalb von 20 Jahren 300 Millionen Menschen umzusiedeln. Das macht 15 Millionen Menschen jährlich, die in die Städte ziehen. Wo aber baut man diese Städte? Natürlich auf dem Land. Deshalb geht immer mehr Bodenfläche verloren, weil sie zu betoniert oder asphaltiert wird, weil man Schienen, Straßen, Parkplätze und Supermärkte baut. China verliert jedes Jahr 1 Million Hektar Fläche. Das chinesische Wirtschaftswachstum hat keinen geordneten Ablauf. Von der Autobahnausfahrt bis hierher stehen überall nur noch Häuser als festes Kapital. Man kann davon ausgehen, dass 70% davon leer stehen. Noch vor 3 Jahren war hier alles mit grünem Weizen bewachsen und jetzt fällt das ganze Ackerland der Verstädterung zum Opfer. Dieses Problem betrifft nicht nur Zhengzhou, sondern eigentlich jede Bezirks- oder Kreisstadt, sogar jede Provinzhauptstadt. Überall in China ist es so. Nein, das ist nicht unsere Siedlung. Unsere ist weiter weg und viel ärmer. Wohnt da jemand? Da wohnt noch niemand. Vor dem 1. Mai wird da niemand wohnen. Vor 15 Jahren hatten wir hier viel Land. Jetzt gibt es das hier nicht mehr. Wir werden in die Stadt gehen und versuchen, dort Arbeit zu finden. Ist schon jemand aus Ihrer Familie zum Arbeiten weggegangen? Ja, was soll man denn auch anderes tun? Die Immobilienpreise sind stark gestiegen und wer profitiert davon? Ein paar Immobilienhändler. Das wird die Kluft zwischen Arm und Reich noch vergrößern und die Mittelschicht wird immer ärmer. In China wird jeden Monat eine Stadt von der Größe von Paris aus dem Boden gestampft. Wie sollen die neuen Stadtbewohner ernährt werden? Allein in Peking werden in den Supermärkten so viele Nahrungsmittel verkauft wie in ganz Spanien. In weniger als 10 Jahren haben sich 120 große Supermärkte und 250 Billigdiscounter der Carrefour-Gruppe in den chinesischen Städten niedergelassen. Und jeden Monat kommen 2 weitere Supermärkte dieser Kette hinzu. Über 2 Millionen Kunden drängen sich täglich in diesen Läden. Der Markt scheint unersättlich und die Nachfrage richtet sich immer stärker auf Milchprodukte, Geflügel und andere Fleischwaren. Was Fleisch angeht, hat sich der Konsum und damit die Absatzmenge in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Bei Milchprodukten ist die Absatzmenge jedes Jahr um 15-20% gestiegen. Schuld am Preisanstieg ist zunächst die Globalisierung. Weltweit werden Milchprodukte, landwirtschaftliche Erzeugnisse und Produktionskosten immer teurer. Das wirkt sich auch auf den Preis unserer Milchprodukte und Fleischerzeugnisse aus. Und dann sind wir es auch selbst. Das heißt, wenn eines Tages ein Mangel an Naturressourcen oder ein Zwischenfall eintritt, vor allem im Bereich der Schweinezucht, dann explodieren die Preise. Das ist möglich. Einen solchen Zwischenfall gab es 2007, als eine Schweineseuche einen Großteil des Schweinebestands dahinraffte. Dies führte zu einem Preisanstieg um 40%. Vor einer Preisinflation beim Schweinefleisch
einem Hauptbestandteil der chinesischen Küche, haben die Behörden Angst. Hier hat man nicht vergessen, dass eine Schweinefleischkrise bereits vor 20 Jahren zu Unruhen geführt hatte, die letztlich in den Demonstrationen auf dem Platz des Himmlischen Friedens mündeten. Um vor den Olympischen Spielen 2008 einer heimischen Preissteigerung entgegenzuwirken und neuerliche Unruhen zu verhindern, musste China sicherheitshalber 100.000 Tonnen Schweinefleisch importieren. Aber der Rückgriff auf den internationalen Markt hat seine Grenzen und Gefahren. Die Angst, dass ausländische Importe den chinesischen Markt komplett überschwemmen könnten, spielt eine große Rolle in der Psychologie von Chinas politischen Führern. Dies hat zum einen ganz einfache Gründe. Man ist der Ansicht, dass ein Land, das nicht mehr seinen eigenen Weizen oder Reis produziert, nichts mehr darstellt. Es gibt aber auch Gründe ökonomischer Natur. Als China der Welthandelsorganisation WTO beitrat, versprach es, seine Grenzen zu öffnen. Damit lieferte es sich der Konkurrenz der australischen, neuseeländischen, kanadischen und amerikanischen Landwirtschaften aus. Diese sind um ein Vielfaches rentabler, sodass Chinas Markt nach und nach von Auslandsimporten überschwemmt wird. Nach und nach deshalb, weil dieser Prozess auf die verschiedensten Arten hinausgezögert wird. Eine Art, die Überschwemmung des Marktes mit Produkten aus dem Ausland hinauszuzögern, ist die Weiterentwicklung der eigenen Produktion. Beim Schweinefleisch übt die chinesische Regierung verstärkten Druck auf die zahlreichen Kleinbauern auf dem Land aus. Jeder versucht nach Kräften, den ständigen Ermahnungen der Regierung Folge zu leisten und das beste Ergebnis zu erzielen, oft an der Grenze des Machbaren. Diese Grenze ist nicht mehr allzu fern. Sie wird vor allem dadurch bestimmt, wie viel Nahrung für den immer umfangreicheren Viehbestand zur Verfügung steht. Die chinesische Getreideproduktion wird dafür nicht lange ausreichen. Und das Problem der Schweinezucht wird sich schon bald in den Bereich des Maisanbaus ausweiten. Wir wollen unsere eigenen Schweine züchten, sie aber nicht verkaufen. Ja, wir planen die Schweinezucht, das wäre allerdings das erste Mal. Also nur Schweine züchten? Was ist mit anderen Tieren, Schafen oder Kühen? Keine Rinderzucht? Schweine züchten geht einfach schnell. Die Bäuche der Säue sind wie eine kleine Bank. Wir ziehen erst mal zwei Säue auf. Die landwirtschaftliche Tierhaltung in China wird gerade komplett umstrukturiert. Die Tierhaltung, wie sie heute unter den Bauernfamilien verbreitet ist, muss weiterentwickelt werden. Ist diese Restrukturierung erst einmal erreicht, dann kann sich die landwirtschaftliche Tierhaltung in China schnell entwickeln. Dann wird unser Mais erst recht nicht mehr ausreichen. Die meisten Bauern haben heutzutage keine Besitzrechte, sondern nur ein Nutzungsrecht an der Erde. Dies erklärt auch, dass die Landwirtschaft nicht sehr einträglich ist, da sich Investitionen für die Bauern nicht lohnen. Die Regierung und eine bestimmte Gesellschaftsschicht will diese Situation ausnutzen und vom Wegzug der Bauern profitieren, um reinen Tisch zu machen. Die Schar der kaum wettbewerbsfähigen Kleinbauern soll durch eine zwar kapitalistische, aber von der Regierung kontrollierte Landwirtschaft ersetzt werden. Der chinesische Kleinbauer ahnt noch nicht, dass er eine aussterbende Spezies ist. Er weiß aber, dass er sich nicht mehr im geschützten Raum eines nach außen abgeschotteten Landes bewegt. Wie der Rest der Welt ist auch er vom Preisanstieg für Düngemittel aus der Erdölindustrie betroffen, ebenso wie von der Verteuerung des Saatguts, das oft auch noch gefälscht ist. Der Maissamen wird teurer, die Düngemittel werden teurer, alles wird teurer. Wenn wenigstens die Sorte gut ist, dann wird es schon gehen. Wenn es aber der schlechte Maissamen ist oder das falsche Düngemittel, dann kann alles Mögliche passieren. Das können wir weder unterscheiden noch verstehen. Es gab auch schon welche, die hereingelegt wurden. Die Schäden sind für uns enorm. Wir Bauern richten unsere ganze Hoffnung auf so ein Stück Land.
Wenn man den Maisertrag steigern will, darf man sich nicht nur auf neue Sorten oder Anbautechniken verlassen. Man muss auch die Mechanisierung weiterentwickeln.